Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Evil Within, The Executioner. Und ihr werdet die Verwandlung vom Wächter in den sadistischen Wächter miterleben. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Egal, ich wünsche euch viel Spaß mit der vierten, neuesten Folge. Und was ich damit meine mit sadistischer Wächter, werdet ihr gleich erfahren. Ich weiß, dass ich schon viele unheimliche Dinge gesehen haben muss, aber ich kann mich nicht an sie erinnern und darum habe ich keine Angst. Ihr wolltet es haben und ihr werdet es bekommen. Die bevorzugte Waffe des Sadisten. Wenn der Treibstoff ausgeht, kannst du im Laden mehr kaufen. Die Kettensäge. Ach so. Ah, toll. Jetzt habe ich es erstmal gekauft. Verbessert die Treibstoffeffizienz der Kettensäge und erhöht daher die Anzahl der Anwendungen einer Ladung. Okay. Ich hoffe, ich gehe damit konform mit eurer Meinung, dass wir das so geskillt haben. Ich glaube, ich bin erstmal für Treibstoffeffizienz. Wie benutzen wir diese Waffe jetzt? Ah. Alright. Oh. Was ist das denn? Was ist das denn? Lol. Wir haben ja schon die Minen. Lol, das wusste ich gar nicht. Okay. Nice. Scheiße, ich habe gerade eine verschwendet. Nimm sie wieder mit. Nimm sie mit. Ich bin verärgert. Scheiße. Ich glaube, das wird mir Spaß machen, Leute. Kurz orientieren. Mobius Direktive 6. Eliminieren Sie Testsubjekt CB210. Psychiatrie-Patient. Der Einfluss des Soldatensubjekts wurde negiert. Ich möchte jetzt keine falschen Kommentare lesen müssen. Wir haben außerdem den Aufenthaltsort Ihrer Tochter und Ihr nächstes Ziel ausgemacht. Die Kontrolle des Stem über ihre Tochter hat sich dramatisch beschleunigt. Sobald der Stem sie vollständig kontrolliert, kann sie nicht mehr gerettet werden. Sie müssen den Psychiatriepatienten CB210 finden und eliminieren. Ergänzende Informationen. Es ist unklar, ob die plötzliche Zunahme der Kontrolle durch den Stem durch CB210 oder ein Artefakt der Ruvik-Entität hervorgerufen wird. Es gibt Indizien für seine Präsenz, aber bisher konnte sie nicht verifiziert werden. Werden Daten des Ruvik-Zwischenfalls analysieren, um die Annahme zu bestätigen, dass eine Reduzierung der Testsubjekte uns dem Kern näher bringt. Der Gedächtnisverlust des Mädchens kann nicht verhindert werden, aber wir formulieren eine neue Hypothese unter Berücksichtigung der aktuellsten Entwicklungen. Die Übertragung ist im Keller des Anwesens. Schwieriger. Es sind noch zwei Ziele übrig. Aber wir empfangen keine genauen Daten. Okay.
bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, wir gehen hier lang. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Das Zittern hört nicht auf. Ich kann mich nicht an Vaters Gesicht erinnern. Ich vergesse langsam, wer ich bin. Hier sind überall diese Monster. Irgendwie ist es mir langsam egal, aber ob sie mich erwischen. Aber vorher will ich Vater wenigstens noch ein letztes Mal sehen. Ein bisschen die Stimme von Ilia, oder? Haben sie bestimmt denselben oder dieselbe Synchronstimme genommen? Sprecher, Sprecherin, was auch immer. Okay. Oh nein. Lass mich raten, der Impuls hilft uns da. Ah, nice. Mein Freund, wir werden jetzt zu dir kommen. Sei bereit für uns. Sei bereit für meine Macht. Muss ich mir denn die Stimme ausdenken? Ich habe, glaube ich, eine Idee. Muss nur kurz überlegen, wie ich sie am besten mache. Okay, mal gucken, ob das so funktioniert. Transkription, Subjekt CB210, Psychiatriepatient. Vereinigung. Zeitindex 1. Sie beobachten uns von außen, machen Ihre Notizen, Übertragung empfangen. Zeitindex 2. Hinter dem Hirnstamm liegt die Perfektion von Vergangenheit und Gegenwart. Zeitindex 3. Du hast es gedacht. Und ich habe es gehört. Wir haben uns die Gedanken genommen. Neue Knochen und Muskeln. Zeitindex 4. So viele verschiedene. Immer die gleichen Gedanken. Pulsierend wie ein Hirnradar. Zeitindex 5. Sie sind von mir. Sie sind in mir. Aber er nicht. Zeitindex 7. 6. Die Schlange behält ihre Form, aber sie bleibt drinnen. Sie bin... Entschuldigung, aber das ist ganz schön anstrengend. Sie bindet um meine Träume. Zeitindex 7. Keinen Kommen, nur Verlangen, ewige Leere. Zeitindex 8. Alles wird eins in Form und Funktion. Wir vereinen uns. Wir alle sind das neue Wesen, abscheulich und doch wunderschön. Zeitindex 9. Ich glaube, er hat meine Seele eingenommen. Ich habe sie sowieso nicht gebraucht. Ich bin sein Schleier. Oh, Verzeihung, aber das ist ganz schön anstrengend. Oh, wenn ich die Stimme so raus, fast pfeifen muss aus dem Hals. Ich weiß nicht, ob ich das anders beschreiben kann. Erstmal einen Schluck trinken. Und jetzt werden wir eintreten
und werden ihn vernichten. Okay. Oh nein, oh nein. I have a fucking... Oh no! No! No fucking way! Okay, das finde ich ziemlich geil. Das macht mir Spaß. Das ist alles oder was? Kleiner Wicht. Du großer Wicht. Hey. Das haben sie sich aber von Zelda geklaut, Leute. Ja, Mann. Das gefällt mir. Ich glaube, die Stimme passt besser zu dem irgendwie, habe ich das Gefühl. So, dieses ein bisschen irre und so. Ich glaube, das ist geiler als das andere. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das liegt mir auch besser von der Stimme. Das glaube ich passt besser zu mir. Hallo! Hallo! Ah! Yeah! Ja, mach nur. Drei. Moment. Wir schauen uns noch mal um. Hier ist es verflucht dunkel. Yeah. Ich glaube, ich habe eine Idee. Geht denn das mit dem Ausweichen? Wie mache ich denn das? Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, Mann! Oh yeah! Hallo! Nein! Hallo! Oh, das war's. Das war's! Das war's! Ich bin weg! Du kleines Schwein! Warte mal! Warte mal! Fang! Ah! Gib's mir! Gib's mir drauf, steh ich, Baby! Yeah. Au! Jetzt ist langsam gut! Wenn der mich jetzt noch macht, ne? Dann krieg ich einen Anfall! Please wait while loading. Oh! Nette Überraschung! Da sind Kisten! Die waren zu dunkel! Hier war es zu dunkel, um die gut zu erkennen. Aber hier ist auch nichts drin. Aber hier ist nochmal...
die richtige Lebenskraft. Und jetzt kommen wir, mein Freund. Wir kommen zu dir, kleiner, großer Wichser! Mehr Erinnerungstoken. Immer her damit. Der höchste Rang für Waffenschaden ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Ich habe eine Idee. Nein, ich habe keine Idee. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, wir sind der Vater von Ruben. Und das ist unsere Tochter, aber das macht zeitlich gesehen überhaupt keinen Sinn. Deswegen, forget about that, mate. Wir müssen uns nochmal mächtiger machen, bevor wir weitergehen werden. Yeah! Steige den Schaden, den ein Treffer mit dem Hammer verursacht. Bam! Ich glaube, wir werden die Kettensäge weiterskillen. Oh ja, wir werden sie weiterskillen. Wir werden sie... Wo kann ich denn dann Treibstoff kaufen? Wie funktioniert denn das? Treibstoff kaufen. What the fuck? I don't know. Haben die jetzt wieder automatisch Treibstoff oder was? Ah, Tatsache. But why? Warum kann ich nicht, muss ich mit Mausrad hier durchscrollen? Es gibt kein richtiges Menü oder mit den Tasten oben sind dadurch. Scheiße. Egal. Kurz mal ausruhen. Und unsere Erinnerungen sichern, nicht wahr? Dass wir dann auch uns erinnern an unsere Taten. Und jetzt geht es weiter. Ich glaube, da drin waren wir schon. Bin mir jetzt sogar ziemlich sicher. Einen Moment, nochmal so kurz zum Controlaten. Okay, alles klar. Weiter geht's. Mobius Direktive 7. Die nächste Phase. Wir empfangen keine anormalen Werte der Ruvik-Entität mehr. Dennoch ist die Kontrolle des Stem über ihre Tochter weiter vorangeschritten. Da Ruvik als mögliche Ursache nicht mehr in Frage kommt, weist alles darauf hin, dass das einzig verbliebene Testsubjekt im Stem die Ursache ist. Das letzte Testsubjekt sind Sie. Hatten Sie direkten Kontakt mit Ihrer Tochter? Ergänzende Informationen. Übertragen Dateien über ihre Tochter, aber ihr Aufenthaltsort im Keller des Anwesens kann nicht genau bestimmt werden. Hatten wir Kontakt mit unserer Tochter? Das letzte Testsubjekt sind wir. Heißt das, wir müssen uns töten? Oder den Doppelgänger von uns? Was wird auf uns warten? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir sind auf dem besten Wege, es herauszufinden. Errungenschaft freigeschaltet. Die Werkzeuge des Meisters. Ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass eine Folge vom Hauptspiel von mir so hieß. Und hier sind wir ewig schnell durchgerannt. Ich kann mich daran erinnern. Definitive. Okay, das ist der Sadist. Wenn man ein bisschen fantasiert, könnte man denken, es ist Hitler, oder? Nur ein bisschen. Warte mal, das mit der Kettensäge stört gerade so ein bisschen beim Reden.
CB204. Leer. Okay. Ach so, das ist Joseph. Okay. Was jetzt? He's watching. We can't leave. Ich dachte, das war eine Anspielung auf Rubik. Ist ja auch eine Anspielung auf Rubik, aber... Confusing. Schon wieder Hitler. Das sieht genauso aus wie der ersten Kammer, der Typ. Ah, das heißt ja, dass er der Raketensadist, ne? Kein Wunder, dass er genauso aussieht. Okay. Vielleicht der Zwilling. CB210. Nee, wollte ich gar nicht. Wo ist der Doktor hin? Alle sind fort. Na, hier sollten wir drin liegen, ne? Ihr seht den Safe an der Wand. Oh. Und jetzt? Ah, okay. Eben ging das nicht. Tagebuch der Tochter 14. Errungenschaft freigeschaltet. Verdammt neugierig. Etwas, kommt näher. Ich spüre es. Ich glaube, es ist vorbei. Es tut mir leid, Vater. Ich weiß, du hast es versucht. Was ist vorbei? Hä? Ach, irgendwas. Wir töten unsere Tochter. Weil wir uns nicht mehr an unsere Tochter erinnern, weswegen wir hier drin sind. Dass wir wegen ihr hier drin sind. Oh Gott, wir töten unsere eigene Tochter, oder? Lässt darauf schließen, die anderen sind auch alle nach und nach verrückt geworden, ne? In der Tat. Also halte ich für sehr wahrscheinlich. Okay, wir werden hier nochmal unsere Gedanken sammeln. Und kurz mal einen Schluck trinken. Und dann treten wir jetzt ein. Beziehungsweise gehen erst nochmal in diese Kammer der Erholung, möchte ich fast sagen. Komm her! Ich habe ein neues Spielzeug mitgebracht! Boah, die zerteilen sich ja immer gleich. Voll öde, ey. Boah, das ist schon irgendwie ein bisschen öde. Also, einmal cool, aber durch eine Art die Töten ist öde. Was? Blutgericht in Crimson? Okay. Lol, das macht er jetzt mit dem Hammer. Och, Mano, ey. Hab ich jetzt erwartet, geile Action mit einer Kettensäge. Aber am Arsch. Oh, wie ist die Wecke? Wie ist die Wecke fest hat? Aber es geht wenigstens schnell. Wir werden euch schnell vernichten. Okay. What? Alter! So haben wir nicht gebettet, Freunde. Oh, 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 oh. Mach mal sachte, Kumpel.
Aua! Du kleiner Wichser! Nee, 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 nee. Du bleibst mal liegen, du kleine Sau. Oh, weg mit dir, du Sau. Was ist das, du Wichser? Oh, ich bin gleich am Sack. Ich bin gleich am Sack! Aber vorher mache ich euch tot. Moment. Oh, fuck you, ey. Ein kleiner Joseph, oder? Ich sah ein bisschen aus wie Joseph. Das war's schon. Das war's schon.